Hallo miteinander. Heute geht es um kleine Stative, um Tripods, diese beiden kleinen Vertreter hier. Der Roller ist ein ziemlich günstiger Vertreter seiner Zunft. Ob aber auch sein Geld wert ist, wollen wir uns gleich ansehen. Los geht's. Kürzlich ist das Rollei-Pod, das Dreibeinstativ, bei mir eingetroffen. Und war gedacht zur Ablösung des Yobi 1K-Stativs, das ich hier habe, weil das Setup, das euch gerade filmt, mit 1,1 Kilogramm schon halt über die Grenzen der maximalen Zuladung gemäß Datenblatt bei diesem Gerät hinausgeht. Und da wollte ich ein bisschen mehr Reserve haben, deswegen habe ich das Roller gekauft. Ob das jetzt eine gute Entscheidung war, sehen wir gleich. Gucken wir uns vielleicht erstmal die Gemeinsamkeiten der beiden Geräte an. Beide haben flexible Beine, die sich auf sehr viele Untergründe anpassen lassen, Geländer, Äste etc. Hier sind das so eine Kugelgelenke beim Yobi, wie man das halt so kennt, die sich wirklich sehr flexibel gestalten. Und beim Roller ist es ein festes Material, was sich aber ähnlich stabil, ähnlich flexibel zeigt. Man kann das also genauso verbiegen, wie das bei dem Yobi auch ist und hat damit von der Flexibilität her den gleichen Spielraum wie beim Yobi. Was anders ist bei den beiden Geräten, ist diese Aufnahme hier. Beide haben einen Kugelkopf, beide kann ich drehen. Hier ist ein Drehregler, mit dem ich das lose und festmachen kann. Und auch hier gibt es ein System, wo ich einen Schalter umlegen kann und habe einen flexiblen Kugelkopf, der sich in alle Richtungen bewegen lässt. Im Kugelkopf gibt es halt eine Unterscheidung. Während ich bei dem Yobi das Ding so festziehen kann, wie ich halt eben, wie meine Kraft das eben zulässt, um hier halt einen möglichst sicheren und festen Sitz zu erreichen, ist es beim Roller etwas anders. Dieser Hebel hier, wenn ich den festziehe, so, dann hat er hier einen definierten Totpunkt. Ja? Wenn ich da jetzt mehr Kraft ausübe, dann macht es vielleicht irgendwann Knack, aber fester wird das. Wird dieses Kugelgelenk nicht mehr. Und das ist, wenn es so in einer horizontalen betrieben wird, auch völlig ausreichend. Die maximale Belastbarkeit wird auch gemessen an einem Kugelkopf in waagerechter Ausrichtung. Ja. Was ist jetzt aber, wenn ich eben vielleicht mal schräg nach unten filmen möchte und die Kamera vielleicht so schräg nach unten ausrichte? Dann ist es mit der maximalen Belastbarkeit halt nicht mehr so weit her. Also man sieht es schon, wenn man es hinstellt und vielleicht dabei ein bisschen wackelt, dann sieht man schon, hat sich das Ding schon nach unten geneigt. Ja, dann muss ich es erstmal wieder hochziehen. Wie wenig Kraft man braucht, um den Kugelkopf in diesem Winkel nach unten weiter zu verändern. Das möchte ich einfach mal demonstrieren mit einem kleinen Finger. Ich muss hier wirklich nur ein bisschen, da mache ich gar, also es ist nichts mit Kraft. Das Ding wird sofort, der Kugelkopf gibt sofort nach. Da ist er also in dem Widerstand, den er bereitet, nicht kräftig genug, um hier wirklich einen stabilen Winkel beizubehalten, wenn dieser Winkel halt eben nicht waagerecht ist, sondern nach unten zeigt. Und das ist eigentlich der Haupt Kritikpunkt, den ich an diesem Gerät habe, ist, wenn ich die beiden mal miteinander vergleiche, der hier ist mit maximal 1 Kilogramm angegeben und der mit 2 Kilo. Dann muss ich sagen, in der Praxis, ohne dass ich jetzt Laborwerte habe, ich habe keine Messwerte, aber gefühlt, jetzt einfach mal sehe, wie leicht kann ich den Winkel verändern oder wie leicht verändert er sich von alleine, wenn ich das Ding mal auf den Tisch stelle, dann muss ich feststellen, Kraft in Anführungsstrichen, die ich hier ausübe auf eine Kamera in einem schrägen Winkel, ist bei beiden in etwa identisch. Also von der Stabilität her und sowohl was die Füße betrifft, als auch was den Kugelkopf hier betrifft, sind die ziemlich identisch, was die maximale Beladung betrifft. Nur, dass der halt hier mit 1 Kilo angegeben ist und der Roller mit 2 Kilo. Wie gesagt, Roller sagt selber, naja, die 2 Kilo, die sind halt gemessen an einer Situation, die halt hier einen völlig waagerechten Kopf betrifft und dann können sie halt 2 Kilo tragen. Ich selber, ja, also ich halte es für sehr optimistisch, diesen Wert und in der Praxis ist es ja auch so, dass ich selten eine Situation habe, wo ich halt die Füße in der maximal stabilen, in der stabilsten Form ausbreite, also wo ich es nicht knicke, wo ich sie gerade lasse und genau bis zum Anschlag, also hier ist übrigens ein definierter Anschlag, ne? Also weiter kann ich die hier nicht auseinanderziehen. Alles, was ich weitere möchte, einen größeren Winkel habe, dann muss ich halt hier die Füße komplett verbiegen.
Und ja, ich habe halt selten Situationen, wo ich es wirklich komplett waagerecht ausrichte, weil meistens will man halt doch irgendwie nach oben oder nach unten filmen und dann ist halt vorbei mit 2 Kilo Belastung, ja, weil sonst halt hier das Ding sich von selbst verändert. Man sieht halt auch schon, wie schnell ich und wie einfach ich hier halt hier den Kugelkopf arretieren kann, obwohl der eigentlich voll zugezogen ist. Die Montage auf einem Treppengeländer geht trotzdem. Ich habe das mal ausprobiert hier auf einem Foto. Ich blende es mal ein. Das geht schon. Allerdings muss ich dazu sagen, bei dem Foto war es jetzt so, ich habe das montiert auf dem Treppengeländer, habe dann mein iPad genommen, mit dem ich das Foto gemacht habe und habe mich schon irgendwie unwohl gefühlt bei der Fotoaufnahme. Und als ich dann wieder ans Gerät ran oder wieder an Tripod hier rangekommen bin und an die Kamera, habe ich gemerkt, das Ding ist so in einer Mikrobewegung gewesen. Also es hat sich Stück für Stück so ein bisschen gelöst. Und ich glaube, wenn ich jetzt 1 Minute später wieder an der Kamera gewesen wäre, wäre das Ding wahrscheinlich runtergefallen. Also so eine Sachen würde ich mit einer Systemkamera nicht machen. Alternative wäre, wenn man jetzt hier wirklich Kameras hat, die etwas schwerer sind, dann wäre es für mich halt die 3-Kilo-Variante von dem Gerät hier. Auch wenn die natürlich preislich in einer ganz anderen Liga ist. Also wie gesagt, wir sind hier jetzt um die 20 Euro für das Gerät. Hier sind wir jetzt schon für die 1-Kilo-Variante bei ungefähr 30 Euro. Und die 3-Kilo-Variante vom Yubi kostet halt 50, 55 Euro, also Faktor 2,5 von dem hier. Ist natürlich deutlich mehr, aber wenn ich eine größere Kamera habe, und mir überlege, was die an Wert hat, dann will ich die auch nicht einem Stativ anvertrauen, dass jede Minute in sich zusammenfallen könnte. Insbesondere, wenn ich es vielleicht am Geländer dran habe, wo das Ding dann sogar auch noch richtig runterfallen kann. So, Vorteil von dem Stativ ist hier ganz klar die Aufnahme. Ich schraube das mal ab, damit man mal sieht, was ich meine. Ja. So. Und zwar, das ist auch ein entscheidender Unterschied zwischen den beiden Geräten hier. Hier habe ich ein Viertel-Zoll Gewinde, kann die Kamera sofort draufschrauben. Genau das gleiche hier. Ich habe es ja gerade drauf gehabt, abgeschraubt, passt. Was ich hier allerdings noch mit dabei habe, ist eine Halterung für Handys. Wollte ich mein Handy gleich mal draufschrauben, habe gemacht, was mache ich hier? Habe irgendwie drauf gedrückt, wollte sich irgendwie nicht öffnen, war mir jetzt gerade nicht ersichtlich, was mache ich damit? Ist leider in der Bedienungsanleitung auch nicht beschrieben. Liebe Firma Rollei, das habe ich jetzt schon bei dem einen oder anderen Produkt gehabt, dass da die Beschreibung leider, da fehlt ein Satz oder auch zwei. Hier hätte man das auch dazu schreiben können, wie es geht. Man kommt natürlich drauf, ist ganz klar, aber man steht erst mal 1 Minute davor. Hier ist es halt so, ich ziehe diese beiden Teile auseinander, klappe das auf und hier habe ich meine Handyhalterung, kann ich das Telefon nehmen. So. Ziehst da rein, zack, fertig. Und das Ding sitzt tatsächlich auch fest. Also die Feder, die hier drin ist, die ist so stramm, dass ich mir hier über dieses Telefon keine Gedanken machen muss, egal in welchem Winkel ich das Ding jetzt arretiere. Das Ding sitzt fest. Anders ist es halt eben, wie gesagt, mit den Systemkameras, die ein bisschen schwerer sind. Da ist es leider nicht mehr fest. Deshalb. Also ich werde das Ding behalten, ich habe es gekauft, aber warum behalte ich es nicht, weil ich es so grandios finde, sondern weil der Vorteil hier für mich die universelle Einsetzbarkeit ist. Also egal, ob es jetzt ein Handy ist oder eine leichtere Kamera, damit kann man gut umgehen. Ich habe vor einiger Zeit hier so einen Online-Test gemacht, wo ich mich von der zweiten Kamera filmen lassen musste. Das ging halt hiermit super. Und vor allen Dingen, man hat diese Halterung immer mit dabei. Sowas gibt es hier auch als Option für so einen Yobi-Pod zu kaufen, aber ist dann halt eben eine Option, die A nochmal Geld kostet und B, man muss sie halt immer mithaben und dabei haben. Oder man kann sie auch verlieren. Und das kann halt hier eben nicht passieren, weil das Ding ist fest drauf. Ja, Fazit von der Geschichte ist, es ist günstig, ja, aber es hat halt eben auch seine Grenzen. Und der Mehrwert, den ich mir im Zuge der Stabilität oder im Punkte der Stabilität erhofft habe, den bekomme ich hier nicht. Also beide sind von der Stabilität in etwa identisch, obwohl der mit 1 Kilo und der mit 2 Kilo benannt ist. Also hier ist die Angabe aus meiner Sicht vom Hersteller etwas optimistisch.
wofür ist es jetzt gedacht, wenn ich jetzt für Handys uneingeschränkt empfehlenswert. Wenn ich leichte Kompaktkameras habe, geht das auch. Ich habe das hier mal mit der hier gemacht, die ist etwas leichter, die liegt mit Objektiv ungefähr bei 950 Gramm. Das sieht schon besser aus, immer noch nicht optimal aus meiner Sicht, aber ist schon besser als die 200 Gramm, 250 Gramm mehr, die die X-T4 auf die Waage bringt. Also für eine Systemkamera größer 1 Kilo, sehr bedingt einsetzbar, wenn ich halt keine großen Experimente mache. Ich würde es nicht an Geländer festmachen, irgendwo was sich bewegt oder so, sondern ich muss einen festen Untergrund haben, dann geht es noch. Wenn ich wirklich ein schwereres System habe, wo ich irgendwie um die 1,5 Kilo bin, will ich darüber nicht mehr nachdenken. Dann ist es halt die 3K-Variante und wenn ich da 50, 60 Euro bezahle, ist mir das immer noch lieber, als wenn so eine Kamera runterfällt. Flupp. Ja, von daher auf einer Skala von 5 Sternen würde ich dem vielleicht gutmütige 3 Sterne geben, aufgrund der flexiblen Einsatzmöglichkeit. Aber was die maximale Belastung anbelangt, wie gesagt, halte ich da die 2 Kilo für sehr optimistisch. Da würde ich halt eher auf eine andere Variante gehen. Für kleinere Kameras, wie gesagt, Handys, passt das gut. Ich hoffe, es hat euch geholfen bei einer möglichen Entscheidung, welches Tripod bei euch einziehen könnte. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.